So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 4 Mod K-Mod Vorstellungsvideo. Nämlich heute geht es um den BMW M5 der aktuellen Generation. Ihr seht ihn auch schon im Hintergrund. Ich finde, nicht weggucken, weil der Wagen, die spawnen komischerweise ziemlich schnell, wenn ich mal nicht im Blickwinkel habe. Aber egal, ich finde den wirklich wunderschön. Vorweg zum Video ist auch schon mal zu sagen, ich habe die Time und so gelockt. Kann ich euch mal kurz zeigen. Also, da, das ist nämlich das falsche Menü, was ich euch nämlich nicht zeigen wollte, genau. Wetter und alles bleibt jetzt so, also das ganze Video über Sonnenschein und ihr erkennt jetzt endlich mal ein bisschen mehr von den Autos. So, gucken wir uns den Wagen doch erstmal an. Ist ein Viertürer, zum Mod ist zu sagen, er ersetzt direkt ab Werk kein Auto, also der Modentwickler lässt euch freie Hand. Es wird also kein Auto direkt ausgewählt, ihr müsst euch selber eins auswählen, welches ihr ersetzen wollt. Ich habe in diesem Fall den Sentinel ersetzt, das ist halt der BMW M3-Verschnitt, oder der BMW 3er-Verschnitt in dem Spiel. Und das fand ich doch recht sinnvoll, den dadurch zu ersetzen, als irgendeinen anderen. Also müsst ihr wissen, ihr müsst halt einen wählen, der vier Türen hat, weil sonst buggt der Mod halt. Ich finde ein sehr geiles Design, wie ihr seht, auch hier hinten gibt es kleine Monitore. Innen sieht er auch sehr gut aus. Hier die blauen Bremsblöcke. Ein geiler Kofferraum. Und der Wagen sieht so grundsätzlich, finde ich, sehr geil aus. Also ist schön gemoddet. Und wir werden jetzt einfach mal direkt in den blauen oder schwarz-blauen einsteigen, den wir hier stehen haben. Und auch direkt merken, dass auch am Handling was gemacht wurde. Also der geht ein bisschen mehr ab, hat ein bisschen mehr Dampf unterm Arsch. Wie ihr seht schon, der geht doch recht gut. Und hat auch eine ganz gute Kurvenlage. Ich finde, dass er ist auch von den Federn sehr gut simuliert. Also wie ihr seht, er schwankt ein bisschen, ist auch richtig so. Er legt sich also leicht in die Kurven, was auch realistisch ist. Bei dem Porsche oder sowas, der bleibt natürlich gerade wie ein Brett. Und der legt sich ganz leicht, was gut passt. Natürlich die vorherigen normalen GTA 4 Autos, wisst ihr ja, die haben ja eben so ein bisschen schwammiges Handling, hatte ich ja schon oft genug mittlerweile erwähnt. Und für die es immer noch nicht wissen, wie installiert man den Mod, alles wie immer in der Beschreibung. Und ich finde, der hat hier ein sehr gutes Handling. Den kann man auch mal schön hier mit dem Heck rumtreiben, wenn man möchte. Ist halt geiles BMW-Fahrgefühl. Das ist ein deutsches Wort, ja. Können wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr driften, wenn wir wollen. Geht das? Auf jeden Fall hat er genug Dampf, wurde also sehr gut simuliert, also passt zum Power eines BMW M5. Wenn ich weiß, ein 5er BMW hat über 500 PS, das ist schon eine ordentliche Messlatte, die Karriere an dem Tag wirft. Dem Mod-Designer muss ich nur mal eins sagen, warum hast du diesen Blauton mit ins Spiel gebracht? Guck dir den Farbton mal an. Das ist wirklich eine Farbe, die hat kein normaler BMW, glaube ich. Echt, zumindest kauft sich kein BMW-Fahrer sich den. Und naja, so, gehen wir doch jetzt mal an den Crashtest und zerlegen diesen wirklich wunderschönen Design BMW. Wir sehen ja sogar hier, seht ihr hinten die, wenn ihr Rückfahrt, diese Piepdinger sind hier sogar angebracht und ja. So, dann wollen wir mal. Gehen wir doch mal auf die Sprungschanze zu und schauen doch mal, was das Schanzmodell und auch die Crashphysik uns bei diesem Wagen so alles sagt. Wow, netter Überschlag, der hatte auch mal was. Ja, und der Reifen ist im Arsch. Wir sind vorne halt schon so aufgekommen, dass er gebrochen ist. Sieht sehr gut aus, der Schadensbilder, muss man sagen. Hier auch die Kratzer, sehr geil simuliert. Also, Hut ab. Bisher gefällt mir der Wagen sehr geil, finde ich jetzt. Ist, finde ich, knapp hinter dem Chevy GT500. Der war schon top, aber der ist dann doch auf dem zweiten Platz so mittlerweile. Ich finde ihn auch vom Handling-Typ und alles sehr geil. So, dann wollen wir doch mal, machen wir den nächsten Überschlag mal hinterher. Diesmal einen vernünftigen, hoffe ich mal. Also einen richtigen. Autsch. Ach, noch ein Reifen geht. Komm, schubst uns jetzt wenigstens um. Nein, nicht. Ja, ein Reifen wuchs. Na, zwei. Aber der hinten, der will auch nicht mehr so ganz. Nette Schadensmodell, muss man sagen. Also, der deformiert sich sehr gut. Ich muss bisher sagen, also, alle gemeinten Autos haben, finde ich, ein sehr detailliertes Schadensmodell. Und auch ein bisschen aufgebohrt gegenüber dem normalen. Also, das normale GTA 4 Schadensmodell ist ja jetzt nicht wirklich die Blüte, zumindest vom Realismus her. So, dann gehen wir doch jetzt mal an die Tankanhänger dran, wo wir letztes Mal unseren GT500 da kaum noch runter wegbekommen haben. Mal gucken, ob der BMW ähnliches Schicksal hat oder er es packt sich wieder, selber wieder zu befreien. Oh Gott. Ja, also wir haben hier einen tiefer gelegten BMW. Wir sehen das ja. Wir achten mal besser nicht auf den. Oh Gott. Ja, die rechten Reifen fahren doch. Die sind komplett noch in Schuss. Nur links ist ja. Ja gut, Überlebenschancen nicht mehr vorhanden, also Nico wäre tot. Dem wäre der Kopf ab. Au.
Ja. Wir erreichen gleich die 100 km/h Grenze. Das ist doch auch schon mal... Oh. Grandios. Ich glaube, jetzt fährt er gar nicht mehr, ne? Okay, wir sehen, jetzt ist selbst vorne die Achse durch diesen kleinen Einschlag schon demoliert. Und ich muss wirklich sagen, also der Mod ist gut, wie immer, Download und alles in der Beschreibung, denn ihr wisst ja wie. Und mir gefällt dieser Mod sehr gut. Fixen wir direkt nochmal hinterher. Sehr geil gemacht, ist einer der besten Mods, finde ich auch. Wie ich das auch beim letzten Show mittlerweile gesagt habe, aber nein, der ist, finde ich, sehr schön. Hier seht ihr auch die LED-Beleuchtung hinten an den Lampen. Da, warte mal kurz, machen wir kurz die Bremse mal an, wartet. Da, ganz kleine, machen wir die Bremse an. Da, kleine LEDs haben wir. Vorher natürlich die Angel Eyes, wie wir sie kennen vom BMW, also diese zwei Ringe. Und wir können ja mal kurz die Lampen anmachen, dadurch sehen wir vielleicht auch mal, ob der Angel Eyes hat. Also es gibt ja bei BMW hatte diese zwei Lichtringe vorne. Und die sind eben Lights off. Und, ne. Die sind ja wie so Ringe gemacht und die sehen halt auch, es werden halt Engelsaugen genannt, deswegen wegen diesen Ringen. Und ich suche gerade, wo man hier Lampen anmachen kann, oder kann man das überhaupt nicht? Ne, finden du es jetzt gerade nicht, anscheinend kann man nicht direkt Lampen selber anmachen. Wir können jetzt einfach mal ganz kurz Nacht machen, damit wir vielleicht die Lampen sehen. Weil bei dem würde ich das gerne noch sehen. Halt, scheiße, ich hab die... Hallo? Hab die Zeit ja gefreezed, deswegen geht das jetzt nicht. Und schon sehen wir die Lampen, hinten sehen die richtig gut aus. Und vorne haben wir die Angel Eyes, wie gesagt, hier seht ihr diese Lichtringe. Wurden sogar im Mod beabsichtigt und das finde ich sehr geil. So, wir stellen den Wagen jetzt so ab, weil ich finde es einfach so geil an dem BMW End vorzustellen. Und ja, wir hocken uns mal davor, wenn wir das können. Und ich bin um 5, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten GTA 4K Vorstellungsvideo wieder. Haut rein und bis dann, ciao.